Vielleicht. Eine 1 und eine 3. Was können wir dann hier machen? Roll again. Ich sag einfach nur roll again. Okay, ich mache eine 1. Ziehe eine Karte. Jetzt mache ich das hier. Womit ich mir ein Feld aussuchen kann, zu dem ich gehe, mach Roll Again. So, jetzt kommt erstmal das. Oh, nee, das geht nicht, das geht nicht. Das ist diagonal. Nee, warte, das funktioniert trotzdem nicht. Das war nicht diagonal. Ich muss erstmal das hier machen. Ach so. Ich muss erstmal Switch Player Position Döns machen. Na, das gibt ja nur einen, der logisch wäre. Ja, klar, mit Bisa. Komm ich aber auf eine Karte? Das ist ja super. Ja, kommst du. So, aber trotzdem mache ich jetzt den hier. Und ziehe mich jetzt den kannst du, ja, auf dieses Feld. Bam. So, und kann mir eine Karte. Ach so, das spielen. Ist eine Karte. Pff, ich dachte gerade, das wäre eine Fehlermeldung auf der Karte. Was? Das ist eine Fehlermeldung auf der Karte. The card cannot be found, steht da oben. Ach so. Ja, und so, und hier, wenn mein Zug endet, dann ziehe ich eine Karte. Jetzt ist dein Zug. Ich interpretiere diese Karte als dauerhaften Effekt. Ja, welche Karte? Ja auch. Die da? Ja. When the turn ends, draw a card. Okay, gut. Okay, ich beende meinen Zug. Da war eine Karte ziehen. Okay. Bam. Draw two cards instead of one whenever you draw. What the fuck? Das ist die perfekte Kombination. Yes! Wer ist jetzt dran? Ich? Ja. Und Olli, deins war eine rote, oder? Nö, weder noch. Ach so, dann. Ach so. Also, die hat doch keinen Effekt, oder was? Doch, aber das liegt von den drei. Ach, fuck. Nee, ich wollte die Würfel. Roll again. Na, na. Nicht schon wieder! Ich stelle mal Dobbs da. Stell mal da hinten hin, ja? Drei und eine drei. Okay, ist ja auf der 3? Ja. Oh, ich muss da voll Pipi, ey. Aber richtig Pipi. Karte ziehen. Ja. Roll again. Das ist einfach. Roll again. Okay. Der nächste ist. Ah, oh, geil. Now it's my turn, bitches. It's Britney, bitch. Huch. Eins, jetzt zwei. Kommt auf oh, die 1. 2 und 1. Nein! Warum? Du hast eine 2 und eine 1. Bei mir hat er 2 Einsen angezeigt. 2 und 1 ist das. Ja, eine 2 und eine 1, genau. 1, 2. Hula hula. Wobei, so vielen Karten muss ja irgendwann mal was Gescheites bei rauskommen. Oh, was ist denn das für eine Scheiße hier? You cannot move heißt. Du kannst dich nicht bewegen. Zurück oder. Nee, du kannst dich nicht bewegen. Du kannst gar nicht bewegen. Und für wie lange bitte? Die ganze Zeit. Ich sage, so lange, bis du 5 oder höher würfelst. Wie soll ich denn der 5 oder höher würfeln? Mit einer 3 und einer 2, einer 3 und einer 3, einer 3 und einer 4 oder einer 4 und einer 4? Ja, gut. Insgesamt mit beiden Würfeln, genau. Der 5 oder höher würfelst mit beiden Würfeln. Okay. Because Mr. Game said so. Aua. Okay, ab geht's hier. Roll again. Ah ja, ich bin ja dran. Ich wäre so fies gewesen und hätte zugelassen. Ich bin ein fairer Mr. Game. 2 und 3. 5. 1, 2, 3. Darf ich eine Karte ziehen? Ich darf 2 Karten ziehen durch meine Karte. Okay, ich darf nur in eine Richtung ziehen. Also ich nehme diese natürlich zur 3 runter. Und ich darf jemanden auf mein Feld ziehen. Roll again. Ah ja, da Olli sich eh nicht bewegen darf, komm mal hier runter. Darfst noch eine Karte ziehen. Oh, geil. Hoch. Stopp. Hoch. Spiel die Karte. Olli zurück mit der Karte. Hier, die hier. Mr. Whistle. Du hast Abacus gespielt. Nee, die hier. Moment. Places cards to stop any action. Jede Aktion und Badge wird eliminiert. Boah, gut, dann ist das eben so. Du darfst zurück auf dein Feld, wo du standest. Hä? Stimmt, das war eine blaue Karte. Ja.
Das war eine Action-Card. Also auf dein Feld zurück und die Karte darfst du nicht behalten. Wo stand da denn? Er stand hier. Nee, der stand da oben auf dem Ausrufezeichen. Roll again. Ja. Hast du einfach nur oben raufgelegt? Ja, ich hab's noch nicht gesehen. Ach so, ich dachte, deswegen habe ich geschafft. Ja gut, dann ist ja eh egal. Alles klar, jetzt war ich gerade dran, also Scorgi, du bist dran. Ach so, ja, schön. Das ist ein sehr interessantes Match, muss ich sagen. Eine 1. Eine 3. Eine 3? Nee, das hier ist eine 4. Muss eine abziehen. Ist ah, ja, Formation. Stimmt. Stimmt, ja. Karte. Roll again. Ach, am Ende meines Zuges durfte ich ja zwei Karten ziehen, ne? Das habe ich voll vergessen. Ja. Wenn du eine blaue hast, sollst du die zuerst spielen oder ich? Ich muss die ja direkt spielen. Ich habe zweimal Move a Tile oder... Also ich mache zweimal mit Tiles hier. Einmal ein weißes Space. Wo packe ich das denn mal hin? Ich packe das mal da. Den kann ich da gar nicht durch. Genau. Tile White. Und da. Alter, echt jetzt? Ja. Ja. Well, both dice, choose one of the number you rolled, move another player that many. Okay. Aua! Eine 1 und eins. Eine 1. Oh! Das bewegt sich weg. Ja, hier hin. Super. So knapp dran und ich habe gesagt, ich darf nur in eine, also ich darf halt nur in eine Richtung gehen. Du kannst ja. Also ich kann mir ja noch aussuchen, dass ich nach oben gehe, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht, muss ich nicht nur einmal ansagen oder so, aber ich darf halt nicht um die Ecken gehen. Also wenn ich eins mache, dann dotze ich halt oben gegen die Wand. Boom. Okay, so quasi fertig. Boom. Ja, quasi. So, da habe ich gestanden. Danke. Ich weiß. Ich hab Bisa ist ja dran, ne? Ich habe das genutzt und habe Bisa bewegt. Um einen Film mal so nett. Näher ans Goal? Ja. So, jetzt musst du 5 oder höher würfeln, damit... 3 und 2. Nee, 2 und 4. 2 und 2, ja. Ja, 2 und 2, genau. Ich halte mir auf, ich muss kurz vorhin. Okay. Also, kurz warten? Ja. Kleines Päuschen hier. Oh Gott, wir spielen schon wieder längst über Ollis Zeit eigentlich. Ja. Deswegen... Deswegen habe ich gerade auch ihn näher ans Ziel gebracht, aber nein, er muss ja 2-2. Wir könnten theoretisch weitermachen. Oder ich könnte auf jeden Fall würfeln. Olli darf sich eh nicht bewegen. Stimmt. Kann ich schon mal gucken, was habe ich denn? 3 oder 4? Yep. 1, 2, 3. Dann gehe ich 3. 1, 2, 3. Du hast zwei Karten ziehen? Ja, das finde ich sehr nett. So. Okay, ich habe dann noch die Brotkrum. Mal, wenn ich mich bewege, einen Teil hinter mir lassen. Und ich habe Move to another player's space. Move ich mal zu dir. Darf ich eine Karte ziehen, weil ich auf dein Feld gekommen bin? Beziehungsweise darf zwei Karten ziehen. Ich lasse die mal erstmal hier liegen, damit Olli sieht, was passiert ist. Was ist eine fiese Kombination, Alter. Oh ja. Sorry. Kein Problem. Also ich sag dir mal, was ich gehabt habe. Also ich habe nur 3 und 4 gehabt, bin hier hingegangen, habe zwei Karten gezogen, wegen meiner Karte halt. Dann habe ich Brotkrum bekommen. Wenn ich mich bewege, dann Teil hinter mir lassen. Und Move to another player space, bin ich auf Stevens gegangen. Muss natürlich Karten ziehen, weil das Ausrufezeichen da drunter ist. Und ja, da sind wir gerade. Ja. Genau. So, dann habe ich hier ein Teil, Moven oder halt irgendwo aufs Board packen. Ich packe mal ein neues. Oh, ein normales Feld. Das normale Feld packen wir mal dahin als kleine Brücke. So, und dann habe ich das hier. Ich nehme alle Karten von jedem, dann mische ich die und jeder kriegt genauso viele Karten, wie er vorher hatte. Das bedeutet... Im Endeffekt, ich kriege 4, Olli 2 und Scorgi 1. Ja. Also hier mit euren Karten. So, warte. Zack, zack. Da! Seht ihr? Okay. The card cannot be found. Alles klar, nee, dann...
Das müsste man sich mal durchlesen. So, da steht Olli drauf, zwei. Entweder du kriegst eine, ne? Ja, ich weiß. Neues okay. Mr. Game das sind meine. Spiel, probier die Karte neu zu drehen. Alter, ich rede! Hast du genau die gleiche bekommen? Ja! Dafür kann ich ja nichts. So ein Scheiß, Alter. Warum? Alles klar. Ich hab warum? Ziehe zwei, aber ich darf auch nur in eine Richtung latschen. Hat Olli eine der guten Karten? Achso, wenn er seine Runde beendet. Ja, also, naja, seine grünen Karten, die müssen ja trotzdem gleichgelegt werden. Ja. Oh, wir haben eine Karte vergessen. Welche? Achso, dass er nicht sich bewegen kann? Ja, er hat sich doch nicht bewegt. Aber die gehört ja aber auch. Ach so, die gehört ja auch dazu. Stimmt, ja, dann müssen wir nochmal shuffeln. Dann müssen wir das nochmal machen. Wenn ich die nochmal bekomme, kriege ich das Kotzen. Roll again. Ja, passiert, ne? Weil das nenne ich dann Wollte Karma. Mal helfen. Ah ja, von der Zeit her, ne? Olli sieht schon irgendwie schwierig aus. Ja, ja. Reicht das? So, also Olli kriegt 3. Ja, stimmt. 3, du eine immer noch. Ja. Und ich 4. Oh! Oh, cool. Abakus, 1 minus. Dann habe ich immer noch die Schaltklappen und die Krumen. So. Ja, okay. Which is another copy of Mr. Game, where you next time you land on a one space and draw again. Ausrufezeichen, draw again. Check the back of this card to see if your card is there. Pretend this is a badge to trick your friends. Ah, verstehe. Nice, nice, nice. Okay, alles klar. Olli, deine Power-Ups? Du hast garantiert ja, er ist wieder. Don't move, aber du musst auch die haben, dass du am Ende deines Zuges eine Karte ziehen kannst. Auch. Genau. Du hast jetzt die 2 Kartenzieher. Ja. Karte. Und ich darf von allen eins abziehen. Ich war gerade dran. Dann bin ich jetzt, wa? Jetzt bist du dran, ja. Eine 3 und eine 3. Der bewegt sich auf die 3. Und wir kommen da nicht hin. Ja, das ist deine Schuld. Müsstest du nicht die komische rote Karte haben? Diesen komischen Bohrer? Hab ich nicht. Dann hat Olli den. Der wird uns garantiert den Weg nicht aufmachen. Nee. Ja, ich weiß, was du für eine Karte hast. Wie lustig. You may not play badges. Ja. Und nice. Move to the space on the board that is virtual from any and... Also auf die Nummer 2. Ach, komm schon. Roll again. So. Alter. Lisa, du bist dran. Now it's my turn. Ja. Nein! Das war nicht der Würfel. Nein. Nee, war ja hier. Ist eine 5. Du darfst. Gott sei Dank. Dann ist die weg. 3, 2, 1, 2, 3. Damit es schneller geht, wir dürfen jetzt die Würfel addieren. Alles klar, dann 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Wow. 1, 2, 3. 4. Na komm. Weiter. 5? 3. 4, 5, ja, 5. Okay. Also ich dachte gerade irgendwie, entweder hat die Verbindung verloren oder. Ich muss gerade kurz mal nach. Oder er hat so einen plötzlichen Schlaganfall gehabt. Brain lag. Okay, eine 6, alles klar. Hatte ich noch was? Nee, ich hab eine 5. Halt, okay. Ich darf eine Karte. Ja, stimmt, am Ende deines Zuges, richtig. Ja. Ah, nee, von beiden muss ich eins abziehen. Das heißt, ich hab jetzt. Muss jetzt 2 abziehen, das heißt, ich hab eine 4. Wow. So, 1, 2, 3, 4. So, und ich kann einen Teil auf. Also, ich muss einen Teil dahin legen, wo ich herkomme. Ne? When you move or what? Move, draw a tile and place it on the space you left. Genau. Ja, das, also, du kannst jetzt theoretisch, wenn einer Pasch kommt, kannst du auch das Ziel darauf legen. Ja. Ich fühle mich da voll verarscht langsam, Alter. Weißt du, hoch, runter, die ganze Zeit hier. Achso, ich bin.
Das Spiel wird immer interessanter, muss ich sagen. Ich hab ne 5. Ich wusste, das lohnt sich. Ist halt ein kostenpflichtiger DLC, muss man dazu sagen. Ich glaube, das kostet 4 Euro oder so. Ja, könnte sein. Also für einen Tabletop-Simulator das dann auszugeben, mögen einige vielleicht als unsinnig ansehen, aber ich fand das Spiel einfach ziemlich cool. Noch eine 5. Und im Sale, ne? Den Karten. Ja, ich darf mir die Reihenfolge wahrscheinlich auswählen. Ja, habe ich auch gemacht. Dann. Puh. Bin jetzt bei dir hier. Hä? Okay. Eine 3. Eins oder die 3. Also entweder bleibt es oder es geht auf eine 1. Ah, es geht auf. Nee, ja, die 1. Ey, hey, Olli, du bist trotzdem am nächsten dran. Ja. Okay, und die andere Karte? Die andere Travel. Move to another player space. Player. Hallo. Ah. Okay. Ja, das war's. Der nächste ist dran. Okay. Also, Olli. Warte, die blauen, die musste man. Oh, scheiße. Sofort spielen. Ups. Ja. Hol ich das mal nach. Choose another player and move their piece anywhere. I'm so sorry. Choose another player and piece anywhere. Ich darf den irgendwo hinstellen, ja? Oder ja. Was macht der denn da? Ja, pack ihn schon auf die 4. Ach so, auf das Ausrufezeichen oder die 4? Dach an, komm. Oh, ja. Ich war nett zu dir und jetzt bist du scheiße zu mir. Okay. Wo warst du nett zu mir? Hast du die beiden gerade gewürfelt, Olli? Ja, ich hab doch nichts gewürfelt. Ich hab dich einmal bewegt, als du dich nicht mehr bewegen konntest. Nee, das eine fällt, Alter, weißt du? Komm, besser als nichts. So, 1 und 4. 1, 2, 3, 4. Nehmen die mit dir ab. Geh nicht die Karte aus dem Ablagestapel nehmen. Der alte Cheater. Alter. So, und am Ende meines Zuges auch noch eine 10. Wartet. Blau und Grün müssen sofort ausgespielt werden. Ja, draw a tile. Place the enemy on the board. Oder move a tile. Ich will eins. Das Ziel ist kein Teil. Meine, also generell ist ja so. Natürlich so ein Spinnweben. Dingens, wo du nicht mehr würfeln darfst, sondern nur noch Karten ziehen musst. Kann die auch so? Ja, du kannst es hinlegen, wo du möchtest. Kannst es sogar außer dahin. Aufs Goal. Außer aufs Goal, da du nicht. Du kannst es sogar dahin legen, wo schon ein Spieler ist. Ja. Ja, das bringt mir aber gerade wenig. Echt? Ja, der Effekt wird ja nur getriggert, wenn ich direkt drauf komme, wenn ich schon drauf stehe. Dahin. Halt nicht viel. Gib mal den Würfel weg da. Dahin? Dahin? Ja. Dann geht da keiner entlang. Boah, ja. Obwohl, doch, der kann man ja rübersteigen. Ja, wer übermütig ist. So. Eins. Auf die eins, ja. Ich pack das darauf. Oh. Yay. So. Und da ich nicht weniger als eins haben kann bei den beiden Würfeln, mit zwei. Eins, zwei. Scorgi. Ach ja. Es ist eine 6. Ein Dreierpasch. Leck mir am Arsch. Ach so, ja, stimmt ja. Es war so knapp! Tänzt und tänzt, bitte. Ach so, ich muss ja noch ein Teil auf das legen, wo ich gerade eben gestanden habe. Nämlich dahin. Oh. Alter, das schreckt mich nicht. Hab ich nicht. Ich darf zwei Karten ziehen. Yay! Yeah. Ja, okay, der nächste ist. Ich kann mit den Karten nichts anfangen. You may not. Okay, ja, dann bin ich so. Ich krieg mal kurz überwinden. Erst einmal spiele ich meine Fallenkarte aus. Mr. Trill, play the card to remove one tile from the board. Ich nehme die Kack 1 weg hier. Okay. Und ja, Tiles kommen wieder in den Ablage, wieder in den Bag zurück, das stimmt. Blöd. Und wenn nicht, dann ist das jetzt meine Regel. Alles klar, gut. Und dann würfel ich jetzt.
3 und 3. Ja gut, ist ja schon. Also es ist ja schon auf der 3. 1, 2, 3. Er darf 6 Felder geben. 1, 2. Stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alter Schwede. Alter Schwede, ja. Na, vielleicht schafft das jetzt so. Was? Wartet. War meine Regel. Meine Regel war, die können addiert werden, die Würfel. Sie müssen nicht addiert werden, oder? Du meintest, die werden dann addiert. Ja. Okay, dann sage ich, sie können addiert werden. Sie müssen nicht addiert werden. Move everyone to one four spaces in the center of the board. Or players draw a card. Ah, also hier. Jeder muss auf ein Feld davon. Ja, das darf ja Bisa entscheiden. Ja, stimmt. Willst du mich da haben oder da oder da oder da? Ich will dich da haben. Nee, da will ich dich haben. Und Scorch kommt dahin. Und du auch. Du auch. Und ich komm dahin. Ich... Du darfst nur... Gab's so eine Regel? Hä? Na, da steht everyone to one of the four spaces. Das bedeutet, pingelig. Ihr seid so pingelig, ey. Ich bin Mr. Game. Ich hab die Regel einfach gemacht. Aber wir dürfen jeder eine Karte ziehen. Ich darf zwei Karten. Echt? Dankeschön. Ja, steht dort drauf. Ja. So. Ich darf zwei Karten ziehen. Ich auch. Oh. Singularität, jeder auf mein Feld. Erst einmal hier so, zack. Na, Schuss. Wartet. Nicht alle. Okay, wartet. Es fängt bei Olli an, weil es sein Zug ist. Okay, ja. Gut. Choose another player. Fünf andere Player and move their place. Anyway, nur du kommst. Da, so. Warum und nicht? Achtung, warum? Weil du am nächsten dran standest. Ja. Okay. Und wartet, eine habe ich noch. Warum hast du noch eine zweite gezogen? Weil ich doch hier die Karte habe. Aber dein Zug war noch nicht zu Ende. Richtig. Dein Zug endet erst, nachdem unsere Karten aufgelöst wurden. Das ist doch quasi. Boah, dann nehme ich die eben. Nee, die zurück. Wollte gerade sagen, die hast du gespielt. Ja, nehme ich die zurück. Hat das Leben aber auch gemacht. Dann. Nee. Ich habe hier eine spezielle Karte, dass ich zwei Karten ziehen darf. Genau. Ach so. Wenn ich ziehen muss. Okay. So, jetzt kommt meine Karte. Singularität. Alle kommen auf mein Feld. Ja, danke. Danke. Kopfenkaschen. Gut, dann bin ich dran. So, wenn du was hast, was jetzt kommt, ja, genau. Zweimal die gleiche. Ach, zweimal Teil. Du hast Teil oder Move. Und, oder Move it, ja. Denn ich zieh lieber zwei. Der Teleporter ist da. Nein. Ich wollte gerade sagen, auf Skull geht das nicht. Ich weiß. I like the move it. Ja, like the move it. Wer ist dran? Der Fehler ist dran. Das Video. Das Video ist so super. Wie das einfach mal seinen ganzen Schreibtisch zerlegt, so gefühlt. Ey, was war das für ein mickriger Wurf? Das war ja gar nichts. So. Jetzt aber. Alle drei. 3 plus 1 ist 4. So. 1, 2, 3, 4. Okay. Ich darf nur in eine Richtung gehen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ausrufezeichen, Karte, danke. Und ich muss ein Teil da hinlegen, wo ihr jetzt steht. Geht mal hoch, bitte beide. So. So. Aber wird nicht ausgeführt. Jeder, der Badges hast, muss sie freilegen. Okay. Du willst damit nichts anfangen. Okay. Stimmt, mit Mr. Caffeine kannst du wirklich nichts mehr anfangen. Ich hab ja auch eine. Oh, Mr. Anchor geht eigentlich. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Karte. Ich hab ja auch eine. Ja, aber hier, Frostbite. Ah ja, stimmt. Du darfst sie eh nicht spielen, richtig. Okay. Ich hab ja auch eine. Bleiben die jetzt draußen oder darf ich sie wieder auf die Hand nehmen? Warum auch immer ist die Karte hier drunter gerutscht, aber ich glaube, das ist nur, damit man es sieht. Freilegen, genau. Ihr musstet die nur mal kurz freilegen, damit man die sieht. Also okay, dürft ihr sie wieder zurücknehmen. Okay. Alles klar, Scorchy, du bist dran. Okay. Jetzt hauen wir mal rein, sonst kriegt der Bisa noch Ärger. Eine 6. Jo, darfst du ziehen. Ich überleg grad. Alter. Das ist
schwierig. Das hast du natürlich auch. Ich hab ein KitKat. Nein. Alles klar. Da musst du doch jetzt. Hat er doch. Wurde teleportiert. Ach, Tatsache. Der nächste ist. Boom, boom, boom. Ich brauch nur noch. Nein! Scheiß Ding. Danke. Ich brauch jetzt nur noch eine 2. Die wird addiert. Ah. 2! Oh, das ist doch. Huch. 1, 2. Ja, was bringt dir das hier zu sein? Keine Ahnung. Der Team ist jetzt da oben. Stimmt. Ist ja scheißegal. Ende deines Zuges, zieh eine Karte. Ja. Hab ich gar nicht mehr drauf geachtet. Das ist Pasch. 2, 3, 5. Ach ja, ich muss ja abziehen. Halt, wartet! Oh. Blau. Move to another player space. Okay. Ja. Dann gehe ich zu den Fail und zieh noch eine Karte. Oh, wartet. Alles klar, ja. Halt, wartet! Move another player one space in any direction. Even, oh Gott. So diagonal. Any direction. Okay. Was ich gerade letzte Runde. Ich habe letzte Runde voll vergessen. Ich hätte ja 2 abziehen müssen wegen Abacus. Wieder, du hättest jetzt fies sein so, können. So, 5, das heißt, ich habe eine 3. 1, 2, 3. Das mit dem gerade Laufen ist so scheiße. Ah ne, ich muss ja nicht. Meine Regel ist ja, man darf addieren, man muss nicht. 1, 2, roll again. So. Ja. Drei und drei. Kommt nach unten. Yay. Das heißt also 2 und 2 theoretisch, also ich darf 4 Felder latschen in eine Richtung. Achso, und ich muss natürlich, Olli, geh mal hoch. Ja, warte, ich muss erstmal meine Karten, ja. Das macht ja auch so einen Unterschied. Oh. Ist egal, ist die Regel. Ich weiß. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah ne, ich darf ja nicht, ich muss ja wenn dann. So. Komm hier auf dein Feld. So, und bam. Alles klar. Ich darf. Yep. Boom, boom, boom. Gotta get the boom. Jetzt mach eine 3 und mach dem ein Ende. Jetzt 4er Pasch oder was? 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6? Ja, das ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich kann einmal rumlatschen, wenn ich möchte. Du musst aber auch nicht addieren, du kannst eine 2 oder eine 4 auch einfach latschen. 1, 2, 3, 4. Also, da kommst du, eine 4 nimmst immer auf. 1, 2, 1, 2. Ich nehme eine 2. Nimm eine 2. Halt, stopp. Alter, wie viele Karten ich hab. Die sind schon. Ich wollte gerade sagen, die hast du doch schon längst gemacht hier. Ja, nervt ja. Gucken wir mal. Ja, ich gucke doch. Ich schaue mal. Ja, dann mach es auch. Dann mache ich zuerst mal das. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert. Mit jemandem den Platz. Okay, das ist interessant. Okay. Darf ich denn nochmal ziehen? Ja. Ich Olli, mal, du auch. Gucke ich aber noch nicht an, weil ich ja noch eine andere habe. Genau. Muss würfeln und die darf ich denn jemand anderen geben. Stimmt. Aber da gilt es halt, dass du nur eine nimmst davon, also wirklich einen. Also die 2 oder die 3. Ja. Nimm die 3. Achso, du hast ihn jetzt 1, 2 oder 1, 2, wie auch immer. 2, ja. Oder muss so, ich beide nehmen? Jetzt kommen die anderen Karten. Du warst dran, Scorgi, also deine zuerst, wenn das jetzt so ein. Ja, ich hab nochmal 2 und. Ah, da ist noch was. Ich nehm die mal die beiden weg, weil die haben wir gerade gemacht. Okay. Landslide. Ihr könnt es jetzt selbst lesen. Pick a direction, move all tiles in one space in that direction. So. Okay, in welche Richtung sollen die Tiles alle latschen? Also rechts, viele. Links, oben oder unten? Ein Feld nach rechts. Das dachte ich mir fast. Okay.
Das heißt. Ja, wenn es alle machen, der Portal kommt dahin. Dieser, ja, ist gesaved. Nice. So, das kommt dahin und dann müssten wir eigentlich alle haben. Genau. Ja. Und Olli, deine Direktkarte? Ich hab keine. Okay. Also du hast keine blaue gezogen. Nein. Ach, die du gerade gezogen hattest durch Scorgies. Nein, hab ich keine, nein. Okay, dann bist du dran. Alter, wie bringt das doch was nicht? Was zum Fick? Wo fliegt der Würfel hin? 1, 3, also eine 4. Dann nehme ich doch die. Ja, endlich. Ja. Olli hat gewonnen! Und er schmeißt den Raum durch den Raum. Das war ich gar nicht. Das war Steven. Das war ja mal eine lange Runde. Oh ja. Aber ich fand's, es hat voll Spaß gemacht. Also das müssen wir echt mal mit mehr Leuten noch spielen. Ja. Ohne Spaß. Das macht dann wahrscheinlich so Laune und da werden wahrscheinlich noch mehr Leute auch Mr. Game werden. Die Uschi braucht einfach Tabletop, denn können wir eine große Runde machen. Auf jeden Fall. Na gut, aber das ist kein Thema fürs Let's Play. Dann will ich an der Stelle sagen, das wär's mit dieser Folge von Table Friends. Mr. Game. Dankeschön fürs Zusehen. Und an der Stelle sage ich mal tschüss, bis dann. Haut rein!